Was machen Sie da gerade, Herr Vogel? Die Drähte gerade biegen für die Elektronik. Die Drähte werden in Rollen geliefert und sind krumm. Und ich möchte sie aber gerade klopfen. Sie haben seit den 70er Jahren hunderte von interaktiven Objekten geschaffen. Was für ein Objekt bauen Sie die nächsten Tage? Ich wollte jetzt ein Klangobjekt bauen, ein interaktives Klangobjekt. Also das ist der Photozellenverstärker. Das hier ist ein Fotowiderstand. Der ändert seinen Widerstand bei Belichtung. Ich habe hier den Oszillographen. Und wenn ich jetzt hier einen Schatten werfe, dann gibt es hier einen Impuls. Sie sprachen von Ihrem frühen Interesse an Musik. Hat sich das erhalten? Ich habe mich immer parallel mit mehreren Kunstgattungen befasst. Also zum Beispiel war die Malerei das Erste, was mich interessiert hat, schon als kleiner Junge. Dann kam die Musik dazu, dann kam Tanz dazu und Psychologie. Und aus diesen Interessen hat sich dann entwickelt, dass ich in der Malerei mit der reinen zweidimensionalen Darstellung nicht mehr zufrieden war. Ich wollte irgendwie in der Malerei zum Ausdruck bringen, dass es noch eine dritte Dimension gibt. Also jetzt nicht räumlich, sondern eine zeitliche Dimension. Und dann kam